von Shakin, Your One Man Two Balls. Ihr werdet mich wahrscheinlich nicht von YouTube oder sowas kennen, denn ich bin kein Kommentator, ich bin einfach nur ein Ego-Shooter-Clan-Spieler, der ein bisschen Werbung machen will für seinen Clan und ein bisschen über das Gameplay in einer Cheater-Lobby rumlabert. Wenn ihr euch das Gameplay genau anguckt, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Wie auch immer. Ich bin vom Clan Angelus Mortis. Wir sind ein Multigaming-Clan, vertreten auf PC, PS3 und Xbox. Wir spielen größtenteils Battlefield 3. Nun wird auch ein eSports Counter-Strike 1.6 Team aufgestellt. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr unten verlinken. Und hier sieht man schon aus dem Sprung ein No-Recoil-Schuss. Entweder verdammt viel Luck oder eine No-Recoil-CFG. Wie auch immer. Sowas wie Tipps und Tricks Videos werde ich wahrscheinlich nicht machen, denn ich glaube, jeder, der von euch Counter-Strike hat, der wird das Spiel auswendig kennen und wird ordentlich ownen, wahrscheinlich mehr als ich. In dem Video seht ihr, dass ich auch ab und zu faile. Ich habe Counter-Strike damals in der ESL gespielt. Mit 15 oder sowas. Ich bin jetzt 23, ich habe es jahrelang nicht angefasst. Und mit einem neuen PC und schöner Razer-Ausrüstung, Parasur, Maus und Black Widow-Tastatur, dachte ich mir, kommt mir Counter-Strike doch einfach mal wieder in den Schrank rein. Also habe ich mir nochmal nachgeholt und spiele jetzt seit ungefähr einer Woche. Ja, eine Woche würde ich sagen. Und dafür, glaube ich, bin ich gar nicht so sehr eingerostet. Vor allem nicht mit der Maus, denn ich habe vorher sehr viel auf der PS3 gespielt. Battlefield 3, GTA 4. Online und bin doch sehr familiär mittlerweile mit dem PS3 Controller. Von daher glaube ich, ist mein Aiming gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall suchen wir Leute fürs Counter-Strike Team. Der Teamleader wird noch ausgewählt, da ich selber persönlich wahrscheinlich in das Battlefield 3 PC Team wechseln werde mit einem guten Freund. Ja, also falls ihr euch gut anstellt, dann werdet ihr vielleicht der Teamleader und habt alles zu sagen. Wichtig ist, dass ihr in der ESL und der CPL spielen werdet und dass ihr ein bisschen skillig seid. Also sollte schon mindestens das sein, was ich hier bringe, dass ich ab und zu treffe. Ihr müsst jetzt nicht die Überpros sein oder Kellerkinder. Das kommt dann alles noch mit dem Training, mit den Clan Wars und sowas. Hauptsache, dass schon mal eine Grundbasis da ist, versteht ihr? Dasselbe gilt dann auch für das erste Battlefield 3 Team. Die ersten Teams sind jeweils absolute E-Sports Teams. Falls ihr auf der Xbox oder der PS3 Battlefield 3 spielt, seid ihr natürlich auch herzlich willkommen in unserem Clan. Ja, weiterhin weiß ich auch nicht, was ich groß erzählen soll. Sollte einfach nur ein bisschen Werbung sein. Beruhigt mich, so ist das. Das ist Counter-Strike, wie wir es kennen und lieben oder auch manchmal hassen. Wie auch immer, zieht euch jetzt das Gameplay rein und viel Spaß dabei. Peace. Seconds until explosion.
30 seconds until explosion. Enemy.